Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich darf heute ein Thema abhandeln, das wir zugetragen bekommen haben über YouTube-Kommentare, speziell zu Videos, zu Fernsehaufnahmen, die ich mit dem Herr Dr. Karl Probst machen durfte. Da kam immer wieder die Frage, ja, Herr Probst, was kann ich denn machen, um Schmerzen vorzubeugen? Oder wenn ich Schmerzen habe, was kann ich denn naturheilkundlich machen, dass die Schmerzen erträglich werden? So, dieses Thema möchte ich natürlich unbedingt aufnehmen und der Herr Dr. Probst war so frei und so gütig, uns heute wieder zu beehren. Er ist uns per Zoom aus Bolivien zugeschaltet und deshalb ganz herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Probst, ich grüße Sie. Vielen Dank, Herr Glock, freut mich sehr. Danke ebenfalls und immer wieder lieb von Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen in Bolivien, um uns einfach wichtige naturheilkundliche Antriebe geben zu können, wie wir eigentlich der Prävention oder eben auch der Vorsorge bei akuten Schmerzen etwas tun könnten dagegen. Und jetzt bin ich eigentlich mal gespannt. Ich glaube, wir reden über Ernährung jetzt, oder? Ja, genau. Wir reden absolut richtig über die Ernährung. Das ist also der, kann man vielleicht gleich sagen, der wichtigste Schritt, den die Zuhörer und Zuschauer eben zu gehen haben. Da kommen wir wieder in diese Kontroverse, die mich dann eben sehr angreifbar immer macht, weil ich natürlich total gegen die sogenannte Schulmedizin bin, weil ich erkennen durfte schon seit vielen Jahren, dass eigentlich die Ursünde genau bereits darin besteht, dass wir glauben, die Medizin sei dafür da, um eine bessere Gesundheit zu haben. Es müsste vielmehr eigentlich der Schwerpunkt darauf gelegt werden, dass wir, es ist schwer in Worte zu fassen, dass wir die Gesundheit in die eigene Hände nehmen müssen, und zwar über eine geeignete Lebensführung. Und da denken wir einfach an den Begründer der modernen Medizin, der Hippokrates hat das schon erkannt, als er eben vor 2.500 Jahren sagte, unsere Ernährung soll unsere Heilmittel darstellen und unsere Heilmittel sollen die Ernährung sein. Also mit anderen Worten, es ist diese unglückselige Trennung. Überall die ganze Welt, die lebt ja nur von Trennungen. Wir werden, es gibt die Weißen gegen die Schwarzen und gegen die Farbe, überall werden Trennungen gemacht. Und auch natürlich bei der Ernährung, wenn Sie heute zu einem Arzt gehen, normalerweise, der sagt Ihnen, oh, Sie sind krank, jetzt müssen Sie mal ein paar Tage ohne Schweinebraten leben zum Beispiel. Das ist schön und gut, dass Sie jetzt keinen Schweinebraten, aber nachher können Sie wieder Schweinebraten. Also mit anderen Worten, die Menschen, die werden auf ein völlig falsches Gleis gesetzt, anstatt dass wir dauerhaft ein vernünftiges Leben führen, auch eine vernünftige Ernährung. Tja. Dann kannst du wieder eben sündigen, wie wir so schön sagen. Mhm. Und da ist bereits eigentlich die Ursünde sozusagen gewesen. Ich erinnere mich noch an den, fällt mir gerade ein, unser Biochemielehrer, also im Studium, im Biochemieunterricht, der hat also die Vorlesung immer gehalten in weißen Kittel. Und er hat ja immer so neckisch, so ein Stethoskop hatte er da so um die Schulter. Sie kennen das ja von vielen. Ja, Doktors. Ja, ja. Also muss man sich auch mal überlegen. Das war reine Manipulation, denn der ist gar nicht klinisch tätig mit Patienten. Er hat damit gar nichts zu tun. Wozu braucht der Mann da ein Stethoskop umhängen? Ja. Aber das war unheimlich für uns als Studenten. Das ist so ein halber Gott. Gibt auch den bösen Witz, gell? Wo die zwei Ärzte sich unterhalten. Der Alte sagt dem Jungen, wollen wir doch bitte nie vergessen, Herr Kollege, dass wir nur Halbgötter sind. Ja, so ungefähr. Und ich weiß noch, dass also eine schreckliche Geschichte eigentlich, der hat uns dann also eingehämmert, ohne tierisches Eiweiß kann man nicht leben. Ja? Und der hat dann so eine eigentümliche Handbewegung gemacht. Ohne tierisches Eiweiß kann man nicht leben. Hm. Nach 4 Wochen wird man verrückt und nach 6 Wochen ist man tot. Also so hat er uns das reingehämmert. Und ich weiß noch, damals war ich ja noch ein Fernsehsklave. Also wir hatten da einen Fernseher zu Hause. Und da kam eine Sendung über diesen sogenannten Zen-Buddhismus. Ja. Und das war sehr schön, wie die da meditieren, die Mönche und so weiter. Und dann kam ein Blick in die Küche. Da wurde Reis gekocht. Wovon leben die? Und dann sagte dann der Journalist, also 2-mal am Tag essen die da halt eine Schüssel mit Reis.
mehr essen die nicht. Und ich weiß noch, ich bin wie von der Tarantel gestochen, vom Sessel aufgesprungen, zum Fernseher gerannt, habe gegen die Mattscheibe geklopft und habe geschrien, das ist eine Lüge, das ist eine Lüge. Und dann kam die Handbewegung, ohne tierisches Ei. Und in dem Moment, wo ich dann diese Bewegung machte, ist mir bewusst geworden, Mensch, du bist ja nur ein hypnotisiertes Kaninchen. Das war wie eine Offenbarung für mich. Mhm. Oh, und gutes dann habe ich eigentlich erst angefangen, mich überhaupt mit solchen Dingen zu beschäftigen, zum Beispiel jetzt diese Sendung angucken, das wäre mir doch nicht im Traum eingefallen. Mhm. Ja, so ein Quatsch, wir wissen doch, wenn Sie Schmerzen haben, dann müssen Sie halt eben eine Schmerztablette nehmen. So ganz einfach, oder? Und also was ich sagen will, wir leben in einer totalen Hypnose, ja. Wir können weiter unser Lotterleben weiterleben und zum Beispiel solche Dinge wie auch, dass wir genügend Spurenelemente haben, was wir heute von der sogenannten orthomolekularen Medizin her wissen. Oder viele Menschen nehmen ja zum Glück auch eben Ergänzungsprodukte. Zum Beispiel wissen wir, dass die Algen ganz wichtig sind, vor allem die Makroalgen gegenüber den Mikroalgen. Wir wissen zum Beispiel auch die ganzen Pilze, das sind ganz mächtige Geschenke der Natur, kann man sagen, damit wir eine eiserne Gesundheit entwickeln, und zwar auch im hohen Alter noch. Ja. Also es ist nicht der Wille Gottes, dass wir krank sind. Das muss uns mal wirklich klar werden. Klar. Nochmals zurück zu diesem hypnotisierten Kaninchen. Das fand ich nämlich so eine schöne Formulierung. Ich erwische mich ja heute noch. Immer wieder merke ich, da glaube ich wieder Dinge, die mir gesagt wurden, oder decke Sachen auf, die ich 30 Jahre lang geglaubt habe, und sie sind auch falsch. Also es ist irgendwie wirklich, wie wir gebetet werden, liegen wir, und irgendwann entdecken wir, dass es vielleicht doch nicht die richtige Lage ist. Hä? Genau so ist es. Und deswegen ist eigentlich auch so wichtig, dass auch werdende Eltern sollten eigentlich sich schon mit solchen Fragen beschäftigen. Und insofern ist es vielleicht sogar eher noch ein Segen, muss man sagen. Also früher mir ist aufgefallen, ich habe es mal in einem anderen unserer Gespräche auch erwähnt, damals, als ich studierte, vor 50 Jahren, da war es eine Sensation. Da kam plötzlich das Gemunkel da in unserem Hörsaal. Wir waren vielleicht so 200 Studenten. Du da in der inneren Medizin auf der Station sowieso, da ist ein 69 Jahre alter Mann, der hat Krebs. Ja? Und das war natürlich die Sensation für uns. Und da sind wir da alle so immer dann so in kleinen Gruppen da aus Versehen in das Zimmer von dem Mann rein, um mal zu sehen, wie sieht denn so ein 69 Jahre alter Krebspatient aus. Ja? Mhm. Und inzwischen ist es ja immer jünger geworden. Das ist ja fürchterlich eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Also mir gibt es immer einen Stich ins Herz. Das waren früher dann so die 50-, 60-Jährigen. Jetzt seit etwa 20 Jahren waren es dann so die 40-Jährigen. Und inzwischen sind wir so weit gekommen, dass auch die Gruppe von den 20- bis 30-Jährigen schon Brustkrebs, Prostatakrebs, was auch immer, Magenkrebs haben. Ja. Ja, jetzt sogar in den letzten paar Jahren ist mir immer wieder untergekommen, dass junge Mädchen, die noch nicht mal angefangen haben zu leben, vielleicht mit 18 Jahren, 19 Jahren, schon an Krebs erkranken. Ja, also insofern, das ist jetzt die traurige Seite, kann man sagen. Aber die schöne Seite eben, die merken ja dann, ja, verflixt, irgendwas kann doch da nicht stimmen. Und dann wird vielleicht auch irgendwie durch Leiden, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, Not lehrt beten, ja, dass sie dann eben vielleicht anfangen, sich das mal zu hinterfragen. Warum war es denn früher anders? Und klar, wenn wir dauernd nur denaturierte, kaputte Nahrung zu uns nehmen, das erzeugt unheimlichen Entzündungsstress, oxidativen Stress. Aber übrigens, da darf ich jetzt Reklame machen, ich habe meine Bücher gar nicht mitgenommen, aber Sie kennen ja die, vielleicht werden ja auch eingeblendet. Da habe ich das ganz detailliert mit vielen Abbildungen beschrieben, wie da die Zusammenhänge zwischen Krankheit und unserer Ernährung und unserer Lebensführung ist. Also da haben wir natürlich auch eine Bringschuld, muss man sagen, dass wir uns selber mit solchen Sachen eben beschäftigen. Ja. Also es wird nicht wie in der Schule sein. In der Schule werden wir ja auch nur indoktriniert, irgendwelche Dinge werden uns reingehämmert in die Köpfe. Und da müssen wir halt uns selber bemühen. Was ist zu tun, damit ich gesund bin? Was ist gesund? Was ist zu tun, damit ich gesunde Kinder bekomme? Und dass die Kinder schon von Anfang an in der richtigen Spur
aufgezogen werden. Meine, das ist eigentlich ja die Lebensaufgabe. Ein großes Problem. Ich meine, 15-jährige Kinder, die an Diabetes leiden, kenne ich auch massenweise. Das zeigt ja, ja eigentlich schon, dass unsere Ernährung irgendwie krank ist. Wenn ich nochmals das Prinzip der Trennung anschaue, ich meine, die Medizin trennt auch die Psyche vom Körper und die Psychiatrie trennt ebenfalls den Geist vom Körper. Alles trennt und trennt, und wenn ich krank bin, dann schaut man nur die Krankheit an, das Organ, ja, und schon wieder nicht den ganzen Menschen. So, und hier glaube ich genau, hier müsste irgendwo eine Aufklärungsarbeit stattfinden, wo wir eigentlich schon in der Schule lernen sollten, wie soll denn eigentlich mein Milieu, mein Körper, mein Geist eigentlich gesäubert sein oder rein sein oder ernährt werden, um gar nie in eine solche Schiene zu kommen. Und da möchte ich gerne von Ihnen konkrete Beispiele haben. Was wäre dann Ihre konkrete Empfehlung für eine Ernährung? Ja, also natürlich, Rohkost ist, also fangen wir mal ganz vom Anfang an. Wer braucht denn überhaupt medizinischen Beistand? Das sind die Menschen und das sind die Haustiere. Und gerade in den deutschen Wintern, wenn das kalt ist und so weiter, aber irgendwie die Tiere, die überleben, ohne Doktor, ohne irgendwelche ärztlichen Beistand und so weiter. Und da würde man sich doch fragen, was machen die wilden Tiere anders als eben die Haustiere oder die Menschen? Und der einzige wesentliche Unterschied ist der, dass eben die Wildtiere zum Beispiel ihre Nahrung nicht zerstören, bevor sie die verzehren, sondern die fressen die roh. Und es gab ja einen Franzosen, der hat ja diese Rohkosttherapie eben auch eben sehr stark gefördert. Auch so tierische Produkte, hat er gesagt, ja, wir können Fisch roh essen, wir können Fleisch roh essen. Und er hatte großen Erfolg mit seiner Methode. Selbst, also es ist nicht das Tierische als solche offenbar, sondern was ganz wesentlich ist, ist die Denaturierung durch dieses Braten und was man da so alles macht mit diesen ganzen Produkten. Also, noch einmal, Rohkost wäre der Königsweg. Wir sollten schauen, dass wir wenigstens 70-80% unserer Ernährung roh zu uns nehmen und den Rest meinetwegen als Gemüsesuppe oder irgend so etwas, nicht, wenn wir was Warmes wollen, vielleicht, wenn es im Winter kalt ist, möchte ich was Warmes in den Magen bekommen, einverstanden, machen wir eine Gemüsesuppe. Dann, damit es vom Geschmack immer ein bisschen anders variiert, mit allen Arten von Gewürzen. Das ist übrigens das Geheimnis der sogenannten Meisterköche, dieser Chefs. Die Chefs, die haben unzählige Gewürze da im Regal und mischen das wild durcheinander. Und das gibt dann immer diese neuen Geschmacksnoten, damit die Menschen dann sagen, oh, zu dem Chef musst du gehen, das schmeckt so fantastisch. Und stimmt ja auch sogar. Okay, also was wäre die Empfehlung? Rohkost betont. Zweitens, vegetarisch wäre gut. Eben Gemüsesuppe, wenn wir was Warmes wollen. Und meiden vor allem, und das habe ich ja in meinen Büchern ganz präzise und exakt herausgearbeitet, und zwar anhand der wissenschaftlichen Datenlage, die konzentrierten Kohlenhydrate, also so wie Brot und Nudeln und Kartoffeln und Reis und Hirse und all diese Dinge, konzentrierte Kohlenhydrate sind aufgrund der Notwendigkeit, dass wir zu deren Verdauung eben Insulin benötigen. Das Insulin öffnet nämlich die Körperzellen, damit dann die Kohlenhydrate, die werden ja abgebaut auf Glucose, die Glucose wird über den Blutkreislauf zu allen Zellen hingebracht, klopfen an die Zelle an. Die Zelle ist aber undurchlässig für Glucose, es sei denn, dass der Körper eben Insulin absondert. Insulin öffnet die Körperzelle, die Glucose kann einströmen und es kommt dann aufgrund von Stoffwechselvorgängen dann die gewünschte Energie hinaus. Das heißt, also, da haben wir das Problem der Insulinschaukel, das ist auch das Problem für die vielen Diabetiker. Immer jünger werden die Diabetiker, ganz schreckliche Dinge. Also, eine ganz glasklare, wissenschaftlich begründbare Empfehlung, die man beachten sollte von der Ernährung. Und das Zweite, auch ein ganz wichtiger Punkt, das wissen wir schon seit vielen Jahrzehnten, war aber ein Tabu in der menschlichen Ernährung, dass man eben, also bei Tieren weiß man das, also jeder Tierzüchter wird Ihnen sagen, sie dürfen den Tieren nicht Tag und Nacht zu fressen geben. Die müssen immer in einem leichten Hungerzustand gehalten werden. Und zwar, indem man nur ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung stellt, in dem Nahrung aufgenommen wird und dann wird gefastet. Jeden Tag werden vielleicht 15, 20 Stunden werden gefastet und eben in 5 bis 10 Stunden wird überhaupt erst gegessen. Mhm.
Das wären die beiden Komponenten, die Ernährung als solche und dann die Dynamik der Ernährungszeiten. Wenn man das macht, hat man ein langes, glückliches Leben vor sich. Jetzt switchen wir mal in die Menschen rein, die jetzt wirklich gerade wirklich schmerzgeplagt sind. Und wenn jetzt diese Leute diese Ernährungsumstellung machen, was passiert dann innerhalb des Körpers, wodurch letztendlich die Schmerzen weggehen? Ja, eben. Es wird einfach dieser der oxidative Stress wird gehindert, vor allem wenn wir dieses sogenannte intermittierende Fasten, was ich eben beschrieben habe, wenn man das macht, dann kann sich überhaupt das ganze Organsystem erholen. Das ist so, wie wenn Sie eine Maschine haben, die darf auch nicht Tag und Nacht arbeiten. Selbst wenn Sie heute einen Stromgenerator haben, der braucht immer wieder Ruhezeiten. Also auch keine Maschine kann Tag und Nacht durcharbeiten. Also das sind ganz wichtige Punkte auch hier für den menschlichen Körper. Auch wenn wir im Detail nicht einmal wissen, was da genau passiert, aber man kann einfach rein von der Beobachtung her kann man sagen, wenn die Menschen weniger essen, wenn sie vielleicht auch sogar Fastenperioden einhalten, dass sie sagen, jetzt ein paar Tage, bei Kindern kann man das wunderbar beobachten, die Kinder wollen mal ein, zwei Tage gar nichts essen. Und eine kluge Mutter, die zwingt die Kinder nicht. Also meine Mutter hat mich immer gezwungen, wenn ich nicht wollte, ja, dann musst du aber mit Gewalt und so wie eine Stopfgans, der man da oben das reinsteckt, ja, ob sie will oder nicht. Ja, genau. So ungefähr. Und das wären eigentlich so die wichtigsten Grundlagen. Sie haben ja schon angegeben, nicht? Wir haben also Körper, Seele, Geist, der berühmte lateinische Spruch, mens sana in corpore sano, haben wir alle gehört, nicht? Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Also deswegen sieht man ja allenthalben diese Geisteskrankheit, die hier grassiert bis in höchste Regierungskreise. Ja? Warum? Weil wir halt eben uns total vergiften. Und das ist ein kumulativer Prozess. Kumulativ bedeutet, da werden immer mehr Gifte angehäuft. Das ist auch das Problem. Junge Menschen, die sind noch irgendwie flexibler in jeder Hinsicht. Je älter die dann werden, dann werden wir halt so alten, solchen griesgrämigen Knackern. Das sind die ganzen Gifte, die uns natürlich dann eben in diesen Negativzustand hinein manipulieren. Ich hatte die letzte Woche einen berühmten Schweizer Arzt hier, der Dr. Andres Bircher Benner. Er ist auch 76 und in jeder Sendung hat er immer wieder, kam er aufs Gleiche, 75% Rohkost, was höre ich von Ihnen? Genau das Gleiche. Und dass man damit eigentlich wirklich fast jede Krankheit sehr erfolgreich unterstützen kann in der Stärkung der Selbstheilung. Und das können Sie auch bestätigen, oder? Genau, das ist es ja. Also, weil Sie eben fragten, was passiert da genau? Das ist ja die Hybris, der Größenwahn der heutigen Doktors, muss man ja sagen. Wir denken gegenüber den Alten nicht. Also Hippokrates hat das ja schon gesagt, was ich ja eingangs schon erwähnt habe. Lass die Nahrung die Heilmittel sein, lass die Heilmittel die Nahrung sein. Ja, uralter, ewig gültiger Spruch. Und jetzt müssen wir das irgendwie mit Fleisch füllen. Jetzt muss ich da, also ich habe jetzt hier einen neuen Parameter gefunden. Es gibt in München einen Zahnarzt, der macht da den Rantes-Wert. Also das ist ein bestimmter Entzündungswert und das ist sein Alleinstellungsmerkmal. Und mit dem, ja, niemand macht das. Ich bin da der größte Zahnarzt aller Zeiten. Naja, also es ist ein bisschen problematisch, weil sicher, es gibt Tausende von wunderschönen Werten, die man, also Laborwerten, die man machen kann. Und alle haben auch ihre Existenzberechtigung. Aber was wirklich im Detail hier passiert, können wir nie ermessen. Also wir sollten viel bescheidener werden, anstatt uns dauernd mit irgendwelchen Neuigkeiten da absättigen zu lassen. Das ist ja auch dieses Problem der Informationsüberflutung. Die Leute glauben zum Schluss sogar noch, dass sie was wüssten. Und da würde ich lieber als heilsames Gegenmittel Goethes Faust empfehlen. Nicht gerade im ersten Teil, wo er dann eben, das ist also ein hochspannend, dieser Prolog, wo er dann eben in seinem Studierzimmer um Erkenntnis ringt, ja, zwar bin ich schlauer als alle die Pfaffen und so weiter. Und dann kommt er dann zu seinem Schluss und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. So weit müssten wir kommen. Und dann öffnet sich innerlich in unserem Herzen eine vollkommen neue Tür, eine ganz andere Perspektive auf die Welt, dass wir aufhören, uns dauernd mit irgendwelchen Details zu beschäftigen, sondern dass wir anfangen,
zu erkennen. Das ist so eine Art Verdemütigungsübung, möchte ich fast sagen. So wie es im 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3 heißt, alles hat uns die göttliche Gnade geschenkt, dass wir wunderbar leben können. Dann erkennen wir plötzlich, genau so ist es. Es ist alles wunderbar, alles ist perfekt. Auch in dem scheinbaren Krankheitsprozess, da haben wir bereits keimhaft angelegt, wie es eben der Werner Bergengrün, wir haben ja neulich dieses Gedicht von Werner Bergengrün gehabt, wo es da heißt, und jedes Ende zeigt einen strahlenden Beginn. Also in dieser Krankheit ist bereits keimhaft angelegt ein vollkommen neues Kapitel, ein viel schöneres Kapitel unseres Lebens. So weit müssten wir kommen. Aber das geht erstens einmal über die Stille. Da kommen wir zu dem dritten Teil. Also wir haben Körper, wir haben Geist, haben wir besprochen. Jetzt kommen wir zu der seelischen Gesundheit. Dass wir aufhören, uns dauernd vollrieseln zu lassen von Informationen. Das geht schon los mit diesem verdammten Handy. Ja, Herr Glock, reden Sie durch weiter. Ja. Ich sehe da noch einen Oldtimer als Handy. Und also wir müssen in die Stille kommen. Also das sind die drei Komponenten. Für den Körper Rohkost, für die Seele brauchen wir Stille, Absonderung, Meditation, Gebet. Und für den Geist brauchen wir eben diese Vision, dass wir bescheiden werden. Die Verdemütigung vor dem unendlichen Unsichtbaren. Das wären die drei Komponenten. Gerade gestern hatte ich den Professor Wallach interviewt und er hat mir gesagt, ach, irgendwann müssen wir aufhören, immer über Krankheiten zu reden, sondern wir sollten eigentlich lernen, in Demut eine gescheite Lebenseinstellung zu pflegen. Eine gesunde Lebenseinstellung zu pflegen, wo wirklich nichts getrennt wird, sondern das Ganze als solches betrachtet wird. Das fand ich schon sehr imposant auch, ja. Kennen Sie auch das Wunder von Dänemark? Ja, genau. Das Wunder von, bitte? Kennen Sie noch das Wunder von Dänemark? Das war dazumals von der spanischen Grippe. Das war, die Dänen hatten dazumals nur Rohkost im ganzen Land. Aus finanziellen Gründen haben sie die ganzen Tiernahrungsmittel alles runtergefahren, alles verkauft und nur rohe Nahrungsmittel gehabt. Und das Interessante war, in der ganzen spanischen Grippe hatten sie keinen mehr Toten als alle anderen Länder, sondern bei ihnen blieb alles gleich. Und das fand ich sehr schön. Da gibt es ja langfristige Studien, die das belegen. Genau, und eigentlich die Fortsetzung von diesem, das können wir gerade für die Mütter und Väter unter uns, gerade wenn sie kleine Kinder haben, da können sie es wunderbar studieren. Die sind noch nicht verseucht, intellektuell verseucht wie wir Erwachsenen, sondern die hören noch die Stimme ihres Herzens. Und dann kommen die ja immer, das ist so beeindruckend, auch bei meinen Kindern gewesen, plötzlich haben die keinen Hunger. Die haben nicht Fieber, die fühlen sich nicht an, die wollen einfach nichts essen. Wir wissen nicht, was da abläuft. Wir wissen nur, was der menschliche Körper macht, ist immer hochintelligent, absolut zielgerichtet, sinnvoll. Und wenn die jetzt mal ein, zwei Tage oder auch noch länger gar nichts essen, Halleluja, da passieren irgendwelche gewaltigen Vorgänge. Ich habe das erlebt bei einer meiner Töchter, die war 3 Jahre alt. Das war ein bisschen ähnlich, etwas dramatischer. Da hatte die plötzlich ohne Grund hohes Fieber, 41 Grad Fieber. Und da wissen wir ja von der Medizin, oh, das ist ja ganz gefährlich. Ab in Krankenhaus. Ja. So, und zum Glück konnte ich damals auch meine Ex, die war sonst ja sehr eigenwillig, aber da konnte ich sie mal unter Kontrolle halten, da hat die mitgemacht. Wir lassen die jetzt einfach mal da liegen. Und die hat mich mit großen Augen angeguckt, und das kleine Mädchen da, die Dreijährige. Und meine Ex, die hat auch geschwiegen, hat mich machen lassen. Und da hatte dann dieses kleine Kind hatte dann 3 Tage und 3 Nächte hohes Fieber, hat nicht gegessen, nicht getrunken natürlich. Ich habe nur einen Einlauf gemacht, damit vielleicht das Fieber ist es dann so auf 40 runtergegangen. Hohes Fieber und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn Sie das nachmachen sollten. Also Sie müssen nur die Augen gucken. Sind die noch bewusst? Ja, sie hat mich so hilfesuchend, aber vertrauensvoll angeguckt, ganz bewusst. Sie war voll da, intellektuell. Und nach 3 Tagen und nach 3 Nächten hatten wir ein vollkommen anderes Kind.
vollkommen, das war wie ausgetauscht. Das war so dramatisch zu sehen, dieser Bewusstseinsstroke, diese Klarheit auch der Augen und so weiter. Mhm. Also was da im Einzelnen in diesen 3 Tagen passiert ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Tja. Ich weiß nur, dass es zum Besseren war. Mhm. Und so weit müssten wir kommen, jeder Einzelne von uns. Das ist eine ganz persönliche, intime, auch ein Schulungsprozess für denjenigen, für die Bezugsperson, die so etwas erleben muss, dass wir erkennen, Gott hat oder eine höhere Macht, irgendjemand hat da die Regie und es wird zum Besten. Alle Dinge müssen zu ihrem Besten geschehen. Und dann geschehen Wunder. Also die Wunder werden immer erst dann geschehen, wenn wir diese Prüfungen, zum Beispiel, ich weiß ja, ab 39, wissen Sie ja, in den Krankenhäusern, ja, über 39, da kriegst du gleich einen Schmerz, nicht ein Fieberzäpfchen. Mhm. Ja, denn über 39, das ist ja ganz, ganz gefährlich. Nein, gerade 39, also mit jedem Grad Temperatursteigerung verdoppeln sich die Immunkräfte. Das wäre das stärkste immunfördernde Mittel, um den Dreck rauszuschmeißen. Mhm. Und um auf das Thema Schmerzen wieder zurückzukommen, Schmerzen sind ja diese ganzen Schlacken, die sich da angesammelt haben. Und je höher das Fieber, desto schneller werden diese ganzen Schlacken verbrannt. Und nach dem Entfiebern sind alle Symptome weg. Wie viele Rheumatiker in den 40 Jahren, die ich gearbeitet habe, wie viele Rheumatiker waren hinterher gesund, weg, vorbei, keine Schwierigkeiten mehr. Wie viele Krebspatienten sind gesund geworden? Das ist einfach so dramatisch. Und eigentlich kann man nur weinen, wenn man sich überlegt, dass diese Erkenntnisse, und finde ich wunderbar, was Sie eben da erzählen von Wallach und Bircher Benner und solche Sachen. Ich bin ja nicht der einzige Spinner, wenn Sie so wollen, sondern es gibt so viele wunderbare Zeugnisse, auch von heutigen Zeugen, von echten Ärzten, also nicht nur Medizinern. Also wir reden nicht über Medizin, wir reden über Arzttum. Das ist eine Gnade. Wir leben in der Gnade Gottes. Und das müssen Sie feststellen. Habe ich es mit einem Mediziner zu tun? Okay, dann gehen Sie halt zum Mediziner. Aber wenn Sie echte Heilung von innen erwarten, dann suchen Sie sich die ganz wenigen Ärzte. Und die ganze Geschichte sind immer wieder solche Zeugnisse zu sehen von wahren Ärzten. Das war ein so schönes Schlussplädoyer. Allerdings fehlt mir noch etwas und ich habe noch eine Minute Zeit. Sie hatten noch in der Zwischensatz auch mal was gesagt, was immer gut ist, irgendwelche Makroalgen. Das war noch so ein Zitat. Ja, natürlich, das ist die Frage. Wir haben ja ein Vorlieben, wir haben viele Gifte angehäuft. Und anstatt, nicht jeder hat die Gnade, dass er 3 Tage und 3 Nächte 41 Grad Fieber hat. Und das können wir eben simulieren, einmal mit über Fieber erzeugen, also in Sauna zum Beispiel. Und natürlich dann über diese ganzen Präparate, also über die Alginate, das sind die Makroalgen, die Ascophyllum. Mhm. Dann müssen wir die Spurenelementeversorgung verbessern. Das sind ganz wichtige Punkte. Darüber habe ich auch sehr viel in meinem Blog unter medizin-kontrovers.de. Da gehe ich immer wieder darauf ein, genauso wie in meinem kostenlosen Newsletter. Da haben wir immer wieder diese Themen, was kann man da machen? Auch Vitamin D3-Supplementierung, die Vitamin B-Komplexe, also der ganzen Vitamin B, B12 und Folsäure und was es da so alles gibt. Das sind natürlich ganz wichtige Elemente und Details. Aber die große Linie ist tatsächlich die, dass wir anfangen, Vertrauen zu gewinnen in diese höheren, uns völlig unbekannten Dinge. Und dass wir das Leben einfach geschehen lassen. Das hat ja Woody Allen, glaube ich, hat das so schön gesagt. Das Leben, das ist das, was an uns vorübergeht, während wir mit anderen Dingen beschäftigt sind. Ich danke ganz herzlich, lieber Herr Dr. Probst. Danke herzlich. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten hier ein weiteres Mal aufzeigen, dass Rohkost eine unglaublich bedeutsame, wertvolle Ernährungsform ist, die auch innerhalb von einer Krankheit unglaublich unterstützend sein kann, um ihren Genesungserfolg auch zu beschleunigen. Und für uns gesunden Menschen, die nichts haben, wir uns sollten uns alle hinterfragen, sagen, ist diese Ernährung, die wir heute pflegen, die uns immer noch gesund gehalten hat, die Ernährung, die wir auch die nächsten 20, 30, 40 Jahre pflegen wollen. Ich für mich habe entschieden, meine Ernährung anzupassen und ich denke schon, dass diese 2/3 Rohkost wirklich Einzug erhalten wird in mein Leben. So, ich wünsche Ihnen alles Gute, ganz herzlichen Dank fürs Zusehen, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.